Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich glaube, es ist das erste Mal, ich weiß nicht, seit 2 Jahren oder so, dass ich wieder einen Rossmann-Haul drehe. Denn ich war kräftig einkaufen bei Rossmann, denn die haben gerade 20% auf Ena Bio, das ist ja die Eigenmarke von Rossmann, und noch zusätzlich wie immer 10% aus der App. Das bedeutet, ich habe gerade 30% auf jedes Ena Bio Produkt bekommen und dann haben die noch sogar andere Produkte im Rabatt gehabt. Und wenn das immer der Fall ist, dann greife ich auch mal gerne mehr zu, einfach weil ich dann auf Vorrat kaufe. Das hält auch wirklich lange, man isst ja nicht alle Produkte jeden Tag. Und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil man spart letztendlich, auch wenn die Summe jetzt erstmal höher ist, aber wenn man sich das hochrechnen würde, was man spart, dann ist das schon sehr, sehr gut. Und weil ich immer mal wieder gefragt werde, also auch im Freundes- und Familienkreis, was ich so kaufe und was ich mir für Snacks mache, was ich für Zutaten dafür kaufe, dachte ich, dass ich euch zeige, was ich empfehlen kann, welche Produkte ich aber auch neu ausprobiere. Und genau, ich würde sagen, wir starten, aber können wir vorher mal sehen und sagen, wie schön das Wetter ist. Leute, der Sommer ist endlich da. Ich freue mich so sehr und deswegen sitze ich auch hier draußen. Ich liebe das einfach, aber ich hoffe natürlich, die Umweltgeräusche stört euch nicht. So, genug gelabert. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den ersten Sachen an. Und falls du dich jetzt fragst, ob es sich lohnt, dieses Video anzuschauen, natürlich lohnt sich das. Aber ihr bekommt die Produkte zu sehen aus der kompletten Nahrungsabteilung. Also Toppings, welche Müsli-Zusätze, herzhafte Sachen, Aufstriche, auch Nahrungsmittel aus der Babyabteilung, kann ich euch nämlich immer sehr empfehlen. Aber auch ein paar Beauty-Sachen, wobei ich mich da zurückgehalten habe, weil ich schon wusste, dass es ja einiges kosten wird. Aber fangen wir mal mit was ganz Basic-mäßigen an. Ich habe ein paar Basics geholt, die ich einfach auffüllen musste. Meine ganzen Vorratsgläser zum Thema Samen oder Nüsse und sind komplett leer. Und deswegen sind auch wieder Sonnenblumenkerne, so eine große Packung mitgenommen. Für Salate, Müsli, Brot, Müsli-Riegel verwende ich die immer. Also eigentlich Sonnenblumenkerne habe ich immer zu Hause, weil die auch verhältnismäßig günstig sind zu anderen Toppings. Dann habe ich Dinkel gepufft gekauft, die kann ich sehr empfehlen, allerdings auch mit Honig gesüßt. Wenn ich sowas kaufe, probiere ich ja mittlerweile immer darauf zu achten, dass da vor allem kein Zucker, kein Rohrzucker und drin ist. Eigentlich auch achte ich darauf, dass da keine Honigzusätze und so sind, weil ich dann immer nicht einschätzen kann, wie viel dann wirklich da, wenn ich so eine Handvoll oder so nehme, drin wäre praktisch. Also wenn ich süße selber oftmals mit Honig oder mit Agavendicksaft. Das ganze Thema ist ja immer sehr umstritten, was nun besser ist und was das Beste und was das Schlechteste ist. Aber dann weiß ich ja trotzdem, wie viel ich von was reinmache. Auch wenn es hier hinten drauf steht, kann man ja manchmal nicht damit anfangen, also wenn man nicht ganz so informiert ist. Aber trotzdem habe ich mich für die entschieden, weil ich die sehr lecker finde und ich mache das sowieso, wie gesagt, immer nur so eine Handvoll mit rein. Und dann sollte das, denke ich, passen. Unser Milchvorrat ist leer und dadurch, dass Prozente waren, habe ich gleich 2-mal Hafermilch ohne Zuckerzusatz mitgenommen. Hin und wieder essen wir natürlich gerne Nudeln. Ich habe schon viele Nudelsorten ausprobiert und die beiden habe ich auch schon mal ausprobiert und die fanden ich und mein Freund sehr lecker. Und zwar einmal Kichererbsennudeln, aber am liebsten mag ich rote Linsennudeln. Habe ich gleich 2-mal mitgenommen. Dann zum allerersten Mal probiere ich gerade Express Bulgur und Quinoa aus. Also einfach, wenn mein Freund mal alleine ist oder ich mal alleine ist, da steht zwar drauf für 2 Portionen. Ich kann mir aber vorstellen, dass für 2 Portionen ganz schön knapp werden würde. Und ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Da sind keine Zuckerzusätze drin. Tatsächlich trotzdem Sonnenblumenöl. Darauf probiere ich auch mal zu achten. Aber so oft in so vielen Produkten ist auch noch Sonnenblumenöl und so drin. Letztendlich kann man auf so viele Sachen achten. Es ist immer irgendwas drin, was man wahrscheinlich nicht so gut findet. Aber auf jeden Fall kein zugesetzter Zucker. Und das ist übrigens in den meisten Produkten, wo man es auch nicht denkt. Geschrotete Leinsamen, immer gut für Müsli oder auch für Brote und. Dann, Leute, die kann ich euch so empfehlen für Salate als Beilage für eine Bowl. Und zwar die Falafelmischung. Da kommen 16 Bällchen raus. Also ich teile das meistens dann auch auf 4 Portionen auf. Also wenn ich meinen Freund esse, dann nehme ich halt nur die Hälfte und nächstes Mal die Hälfte. Sehr lecker. Dann auch immer ein bisschen teurer, aber verwende ich vor allem so seit den letzten paar Monaten eigentlich ja fast täglich, und zwar Flohsamenschalen.
Habe ich schon lange gehabt, aber hatte ich immer erst nicht so eine richtige Verwendung für gefunden. Aber auch jetzt, man kann das wie alle Sachen, die ich gezeigt habe, überall mit reinmachen. Man kann auch so ein Fake-Grieß machen aus Magerquark, Flohsamenschalen und zum Beispiel Chunky Flavor. Also auch immer gut zu haben. Dann zwei Produkte, die sind nicht von Ena Bio, aber von Hey. Und zwar sind das so eine vegan Proteinriegel und die waren runtergesetzt sowieso. Und nochmal die 10%. Also ja, habe ich da auf jeden Fall auch ordentlich gespart und habe ich die zwei Sorten mitgenommen, die vorhanden waren. So mit der Zeit, also für viele ist es selbstverständliches Wissen, einige nicht, wie auch immer, man lernt ja nie aus. Und in sehr, sehr vielen Pestos und ich denke sogar in den meisten ist auch Zucker enthalten. Und von Ena Bio, von der Eigenmarke, das Pesto Rosso, ich weiß nicht, ob die anderen Sorten auch ohne Zucker sind. Hier sind auf jeden Fall eigentlich nur natürliche Zutaten drin. Also ja, sind nur natürliche Zutaten drin. Trotzdem auch Sonnenblumenöl, aber kein Zucker und so. Und deswegen, Pesto kann man immer mal machen, wenn es schnell gehen muss. Deswegen habe ich das mitgenommen und bin gespannt, wie das schmeckt. Und wenn es schmeckt, dann werde ich auf jeden Fall immer da mein Pesto kaufen. Und die kenne ich auch, also habe ich schon öfter gesehen, habe ich aber noch nicht probiert. Und zwar von Ena Bio mal wieder. Die rote Linsenburger. Ja, also vielleicht als Burger Patty, aber vielleicht auch einfach mal als Beilage zum Salat oder irgendwas. Ja, finde ich, geht immer. Kann man immer mal probieren. Dann sind hier gerade zwei Beauty-Artikel. Einmal Wattestäbchen. Ja, wo sind immer hergegangen? Gibt es nichts weiter zu sagen. Und wer die noch nicht kennt, ich kann sie jedem Mädchen ans Herz legen. Und zwar die Always Daily Flash, Fresh Slim Flexi Style. Also die dünnste Slip-Einlage, die es von Always gibt. Und Leute, ich bin wirklich kein Marken. So Leute, das habe ich gerade mehrmals versprochen. Und zwar bin ich eigentlich nicht so ein Mensch, der krass auf Marken bei sowas drauf achtet. Oder generell nicht so. Aber ich habe schon so viele günstigere Varianten ausprobiert und keine war so dünn und so flexi wie die von Always. Und deswegen ist mir da auch das Geld wert. Deswegen kaufe ich die immer. Die finde ich ja einfach sehr gut. Ich habe die schon öfter mal in YouTube-Videos gezeigt. Erster Beutel ist leer. Dann, was ich euch mega empfehlen kann, eine Freundin hat es auch mal bei mir probiert und ihr hat es auch sehr lecker geschmeckt. Quinoa, gepufft, ohne Zuckerzusatz. Also das ist wirklich nur, gepuffter Quinoa, ganz natürlich. Für Müslis und. Kokosöl habe ich gerade vorhin schon aufgemacht, brauche ich immer mal wieder, vor allem zum Backen. Ja, kann man einfach so vieles draus machen und verwenden. Dann habe ich einmal Paprika-Cashew-Streichcreme gekauft und ich war der Meinung, ich habe extra geschaut, ob da kein Zucker drin ist. Und ich bin der Meinung, ich habe vorhin Zucker gelesen. Ja, Rohrzucker ist da drin. Ich meine, auf 100 Gramm sind hier 4,7 Gramm Zucker drin. Aber das Glas sind 180 Gramm und man macht ja vielleicht ein kleines Löffelchen aufs Brot. Deswegen, ich meide es ja auch nicht komplett oder so. Also ich esse ja auch Zucker und nehme auch Zucker zu mir. Aber wenn ich Zucker haben will, dann will ich ein Stück Schokolade essen. Und es nervt einfach, dass in so vielen, so gut wie in allen, auch in Käseprodukten und überall ist ja Zucker drin. Das esse ich ja trotzdem. Aber wenn ich halt sowas kaufe, dann probiere ich einfach manchmal drauf zu schauen. Ich habe es jetzt trotzdem mitgenommen, habe nicht gesehen, dass da Zucker drin ist. Schmeckt auch sehr gut, würde ich auch trotzdem jedem empfehlen. Und wieder kaufen, aber nur mal als Randinfo. Dann für den Sommer von Frio der kalte Tee, den man mit kaltem Wasser aufgießen kann, und zwar Rhabarberkirsche. Ich bin schon mega gespannt, wie das schmeckt. Ich habe letztens sogar bei Aldi auch sowas gesehen. Ich weiß nicht, ob das die Aldi Eigenmarke war, aber es war auf jeden Fall deutlich günstiger als Frio. Es gibt es ja auch von mehreren Marken, kann ich euch wie gesagt sehr empfehlen. Ich bin sowieso, ich trinke eigentlich jeden Tag Tee. Und im Sommer eben kalten. Dann habe ich von Ena Bio Apfelchips geholt. Die mag ich aktuell, habe ich neu entdeckt für mich. Einfach zum Snacken sehr gerne. Und Leute, habt ihr mal einen Tipp da draußen? Ich hatte letztens Bananenchips geschenkt bekommen. Waren auch mega lecker und wollte ich mir kaufen. Und waren, ja, wie gesagt, sind lecker gewesen. Da ist ja auch Zucker mit dabei. Und ich habe jetzt auch nochmal geschaut. Ich habe keine ohne Zucker gefunden. Und Banane ist ja schon so süß, deswegen verstehe ich das bei Banane nicht. Die sind, wie gesagt, ohne irgendwelche Zusätze. Aber falls ihr da irgendwelche Tipps habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann 1000 Gramm Haferflocken, einfach weil es im Angebot war. Und Haferflocken ist bei uns im täglichen Gebrauch, sowohl bei meinem Freund als auch bei mir.
Ich weiß nicht, ich glaube, das hatte ich mal in keinem Video gezeigt, aber Sojaschnetzel fein, auch von Ena Bio. Ja, ist einfach eine vegane Alternative zu Fleisch. Wir essen sehr gerne Fleisch, aber ja, hin und wieder probieren wir einfach auch mal sowas aus. Und gerade bei so Sachen, wo man sowieso nicht so merkt, bietet sich das ja an. Außerdem kann man auch sparen und tut gleichzeitig noch was Gutes. Außerdem ist es immer sehr spannend, was Neues auszuprobieren, wie ich finde. Wir haben das immer in Tomatensauce gemacht oder für gefüllte Zucchini. Und sogar mein Freund hat es geschmeckt. Also habe ich das auch nochmal mitgenommen. Und das ist wirklich sehr günstig und auch sehr leicht zuzubereiten. Wollte ich erst von der Rossmann Eigenmarke nehmen, also von Ena Bio, war aber tatsächlich teurer. Deswegen, falls ihr bei Rossmann Chiasamen kauft, kauft von der Marke. ja, Chiasamen, ich glaube, das kennen wir mittlerweile alle. Dann habe ich noch ein Duschbad fürs Sport geholt. Und ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich in meinem Brotvideo gezeigt. Das habe ich mir jetzt wieder geholt, und zwar Saatenbrot. Wenn man so ein Brot backt mit so vielen Samen und Nüssen, dann ist das ja letztendlich trotzdem auch ein bisschen teurer. Nicht zu vergleichen mit den zum Beispiel Edeka-Preisen oder so, wenn man so ein komplettes Vollkornbrot ohne Mehl und so holt. Das ist eben komplett ohne Mehl, und das hat jetzt runtergesetzt, glaube ich, wieder eben 20% wegen Ena Bio und 10% wegen der App, 30%, glaube ich, 2,50 Euro oder so gekostet oder 2,40 Euro sogar. Das lohnt sich extrem und das ist super lecker und auch nutzt natürliche und gute Zutaten. Dann, ja, ich bin immer viel zu geizig, so, keine Ahnung, 4 oder 5 Euro für Haaröl auszugeben. Ich brauchte aber unbedingt neues Haaröl. Huch, die Bluse verrutscht hier immer. auf jeden Fall brauchte ich neues Haaröl, gerade jetzt für den Sommer und so. Ich habe das von der Eigenmarke für, ich glaube, 1,99 geholt mit Hanf und Macadamia. I don't know, wie es ist. Wie riecht das überhaupt? Ja, es riecht gut. naja, mal sehen. Manchmal kann ich sowieso nicht so einschätzen, ob ich sowas gut oder schlecht finde. Aber ich werde es ausprobieren. Reiswaffeln mit Schoki kennen und lieben wir alle. Kommen eigentlich auch sowieso bei jedem Einkauf mit dabei. Und ja, Leute, da ist mir klar, dass da auch Zucker mit drin ist. Also Rohrzucker ist ja auch mit drin. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich esse ja trotzdem Zucker, und wenn hier was drin ist, dann esse ich ja trotzdem auch gerne. Aber bei manchen Sachen probiere ich einfach trotzdem ein bisschen drauf zu achten. Gerade bei so herzhaften Sachen, wo man es einfach nicht versteht. Ja, und in der Babyabteilung hätte ich noch mehr gerne gekauft, aber ich wusste, Ena Bio ist im Angebot und deswegen war ich ja auch beim Rossmann. Trotzdem habe ich zwei Sachen mitgenommen, nee, drei Sachen. Und zwar einmal Himbeer-Joghurt-Reiswaffeln, so eine kleine, einfach zum Snacken, vor allem wenn man jetzt am Wochenende vielleicht immer viel unterwegs ist, Picknick macht oder, dann bietet sowas sich einfach mega an und es schmilzt nicht. Dann habe ich, richtig cool, ich bin mega gespannt, wie das schmeckt, auch von der Kinderabteilung, und zwar von der Marke Fruchtbar, ich glaube, es kennen viele, eine Erdbeer-Dinkel-Apfelfruchttasche, auch ohne Zucker und nur mit ja, natürlichem Zucker aus der Frucht. Und ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Und ich meine, wenn man so einzelne Riegel oder einzelne Snacks kauft, dann sind die ja meistens sehr teuer. Und deswegen wollte ich nach einer Alternative gucken. Mal gucken, wie die schmecken. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also geht auf jeden Fall mal in die Kinderabteilung und schaut mal nach. Und dann, das ist an sich überhaupt nicht gesund. Das ist, und zwar Dino-Löffel-Biskuits. Aber, also enthalten zwar auch Zucker, aber ist auf jeden Fall schon mal ohne diese fette Zuckerkruste obendrauf. Und zwar kenne ich viele Rezepte bei mir auf Instagram, die ich gespeichert habe, die ein gesundes Tiramisu nachmachen. Also mit Magerquark und Chunky Flavor und so. Und dafür benutzen sie immer Löffel-Biskuits ohne, ja, ohne Zuckerkruste. Man benutzt ja dann immer nur so zwei, drei Dinger oder so. Deswegen benutzt man ja sowieso nicht die ganze Packung. Deswegen dachte ich, nehme ich das mal mit, damit ich einfach mal so ein gesünderes Tiramisu ausprobieren kann. Zum Beispiel für die Arbeit oder so. Bin sehr gespannt. Huch! Dann habe ich noch, ich habe noch nie ein Proteinriegel von der Eigenmarke von Rossmann ausprobiert. Ist jetzt fokussiert, ich glaube ja. Das wird der erste Versuch, und zwar veganer Proteinriegel, Kakao und Erdnuss. Schmeckt vielleicht so ein bisschen wie Reese's dann oder wie heißt es, Snickers oder so. Deswegen bin ich sehr gespannt, den auszuprobieren. Im Vergleich zu anderen Riegeln war der sehr kostengünstig. Und ich wollte eigentlich mehr Nüsse kaufen, aber wahrscheinlich, weil es trotzdem Bio-Qualität ist oder ist ja auch Bio, sind die Nüsse von Ena Bio deutlich teurer, als wenn man es jetzt normal kaufen würde. Das Einzige, was sich gelohnt hat, war so eine 500-Gramm-Packung von Cashew Bruch, vielleicht waren sie deswegen günstiger, I don't know. Ja, Cashewkerne sind meine absoluten Lieblingsnüsse.
Und die kommen auch überall mit rein und drauf. Und die snacke ich auch sehr, sehr gerne. Mittlerweile mag ich auch Nüsse so. Früher mochte ich Nüsse überhaupt nicht. Aber ich glaube, durch Cashewkerne habe ich die Liebe zur Nuss gefunden. Ja, genau. Ja, Leute, das sind so meine Standardsachen, die ich immer kaufe. Gerade so mit dem gepufften Dinkel und die Flohsamenschalen, das Chiasamen und. Aber halt auch ein paar neue Sachen, wie eben zum Beispiel dieser Riegel oder die Sachen aus der Kinderabteilung. Also, falls ihr irgendwie auf der Suche seid nach gesunden Snacks oder ja einfach gesündere Alternativen statt Müsli, weil ich habe noch kein Müsli auf dem Markt gefunden in den Drogerieläden, die einfach komplett zuckerfrei sind. Und deswegen kaufe ich mir einfach meine ganzen Zutaten, dass ich mir es einfach trocken zusammenmischen kann oder noch mit ein bisschen Öl im Ofen Granola mir selber machen kann oder. Also mit den ganzen Sachen fange ich hier eigentlich immer relativ viel an. Die sind sehr vielfältig. Wie gesagt, man kann Riegel draus machen oder auch Brote draus machen. Ja, also ja, ich glaube, ich muss nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, ich kann euch vielleicht inspirieren. Vielleicht weißt du ja jetzt fürs nächste Mal, was du mit einpackst in deinen Korb und vielleicht auch noch ausprobierst. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr hier wieder auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ciao!